Das kommt nicht in die Outtakes. Hallo! So, was ist das denn? Hallo! Auf jeden Fall begrüßen wir euch zu einer neuen Folge von Dies hat keinen Namen. Heißt es so? Das hat keinen Namen? Ja, auf jeden Fall Let's Play Dicken. Also, ohne Wort des Jahres wird Dicken. Das hat keinen Namen. Auf jeden Fall sind wir heute hier, wieder ohne Jenny diesmal. Dafür an der Xbox One mit Trials Fusion, dem neuesten Trials-Teil. Und wir werden jetzt 5 Strecken fahren. Und wer am Ende halt nicht Erster ist, Zweiter sozusagen wird, bei 2 Letzter. Der muss 3 von diesen Pepperonis halt essen, kauen, runterschlucken und dann zerkauen, runterschlucken und dann kurz einmal ein Mini-Review zu dem Spiel ablassen. So. Ablassen. Ablassen. Wir fangen einfach jetzt mal an. Ja, dann starten Sie bitte die Motorin. Die Motorräder, genau. Die Motorräder, ja. Du nimmst jetzt auch auf, ja? Schon? Ich nehme auf, ja. Es läuft. Cool. Läuft alles. Läuft. Dachabdecker! Ich grüße alle Dachabdecker in Deutschland. Dachabdecker? Dachdecker. Dachdecker kenne ich aber. Achtung. Dachabdecker ist mir jetzt neu. Ich bin blau. Ja, wie immer. Ja, aber diesmal als Farbe, nicht als Zustand. Aber richtig schön smooth, synchron sind wir da geflogen. Oh, ja. Nein! Oh, nein, mich hat man auf die Fresse gefallen. Ja, vielleicht komme ich noch ein Spiel heute noch. Danke. Nein, nein, nicht so viel Gas! Nein, 2 Fehler schon mal. Komm, reiß dich aufs Maul. Oh, nein, nein. Das gibt's nicht. Dass der sich nicht aufs Maul packt. Nein, nein, nein! Oh mein Gott. Minus 3 Punkte schon. Ich werde bestimmt nicht Erster. Alter, ich habe richtig verkackt. Nein, nein. Oh Gott. Jetzt ist er am Ziel. Booyaka. Ich lieg schon mal 4 Punkte hinten. Du hast 0. Man lacht nicht. Das ist ernst. Es steht erst 10 zu 0 für mich. Warum 0? Ich weiß es nicht. Frag Ubisoft. Die Antworten ist so ähnlich. Ja, hört euch das an, Ubisoft. Ja, lasst euch das gesagt sein. Ubisoft ruft uns nicht zurück. Na komm, auf der nächsten Strecke muss ich jetzt nochmal alles geben, hier, alles was ich habe. Jede einzelne Öffnung ist da, um Gas zu geben, weißt du? Was rede ich hier? Also bitte zeigt dieses Video nicht euren Kindern. Solltet ihr noch keine haben, macht welche. Mit den Öffnungen, die alle dann offen sind. Alter, nein, Moment, so habe ich das nicht gemeint. Oh. Macht das ganz normal, wie sich das gehört. Oh. Eine Wand. Doch nicht. Ja, so liebe ich mein Motorrad vorne! Nein! Oh, nein! Nein, und der wird doch noch Erster! So, 19 zu 8 möchte ich mal anmerken. Ich bin rot, ich bin Terror TV. Du bist übrigens nicht Yugi Snape, so wie es da steht. Nein. Er bedient sich einfach Jennys Namen. Ich bin der Depp, der euch bei Thief, South Park und wie heißt das letzte, was ich jetzt gerade momentan mache? Ach ja, Watch Dogs. Von welcher Firma war das gleich nochmal? Mir fällt der Name nicht ein. Naja, vielleicht seht ihr das im Let's Play. Keine Ahnung, EA? So alles von EA. Ja, genau. Microsoft? Oh, nein! Ja, das ist der Microsoft-Titel, der man auf der PlayStation spielt. Oh nein, jetzt bin ich voll. Oh nein. Oh, Leute, die fährt um. Nein, und ich falle auch noch. So. Alter, ja. ich kann es eigentlich schon vergessen. Müssen wir eigentlich die letzten beiden Strecken fahren oder soll ich schon mal anfangen, vom Glas zu naschen? Du kannst ja schon mal dran nippen oder so. Nein, ich kann ja schon mal ein bisschen Chili-Wasser zu mir nehmen. Oh nein. Oh nö, jetzt bin ich. Gurkenwasser. Hey, ich bin nächsten Erster. Gurkenwasser ist nicht mehr in. Ist das Chili-Wasser? Ja, 27.05. Wie soll ich das aufholen? Indem mir sowas passiert wie dir zu Beginn. Dass du 0 Punkte machst. Ja, wir können auch ein Rennen mal mit einem Panda fahren.
So sehen nicht, Pandas aus. Ja, genau. Liebe Kinder, liebe Großstadtkinder, genau. So sehen Pandas herzlich aus. Herzlich willkommen beim Discovery Channel Rap Play. So sehen Pandas aus. Also Pandas jetzt nicht gerade so, sondern so. Freien Wildbahn. Genau. Also die noch, fallen vom Himmel, haben vier Räder und. Oh Gott. Ey, wisst ihr, dass du dich dann gerettet bekommst? Das finde ich einfach nur. Komm mal, die können fliegen, Pandas können fliegen. Ja, schweben war das schon fast so lange, wie meiner gebraucht hat. Warum ist dein Panda denn schneller als meiner? Weil ich schwerer bin. Das sieht man auch in der Kamera. Ist der Kung-Fu-Panda, oder? Nee, ich bin schwerer. Ich sitze ja oben drauf auf den Panda. Ich reite ja den Panda. Ach, wir ja. Reiten die Pandas kann man reiten. Schon Minuspunkt. Guck mal, die Pandas kann man reiten. Ist das das Ziel? Ach ja, da hab ich vorne. Oh. Ich kann das nicht mehr aufholen, Leute. Es tut mir leid, ich werde leider rote Pepperoni oder Chilis essen müssen. Kleiner Panda fliegt. Hui. War der Panda überhaupt da hoch? Oh Gott. Ja, klar. Oh Gott. Der Panda hat genug Pferdestärken. Ja, er hat sogar noch Zeit, um Tricks zu machen. Danke. Der wird Erster. Oh, ich bin böser auf. Ich bin böser geflogen. Böser aufgeschlagen. Ja, also theoretisch sind ja noch 10 Punkte möglich, aber so aus, aus Entertainment-Gründen werden wir... Das ey, mit Fahrrad? Ja, wir fahren halt mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad ins Ressort. Urlaub mit dem Fahrrad. Meine neuen Freunde. Familie Chili. Oh, das ist scheiße! Ja, ich hätte mal. Leute, lass ihn nicht in den Pedal treten! Mein Fahrrad beschleunigt sich schneller als mein Motor. Oh mein Gott, ich krieg das Ding nicht unter Kontrolle. Als Fahrrad. Du hast dein Ding nicht unter Kontrolle? Ja, Alter. Komm da hoch! Nein, was mach ich, Alter? Wuhu! Weißt du, was mich das erinnert? An E.T. An die Szene. Ja, an vorne noch ein Korb dran mit so einem komischen. Ja, genau. Oh nein. Auf Winterrad hoch. So gehört sich das. Was sind denn für Geräusche? Mann. So rede ich halt. So. Das ist deine Sprache? Ja. Deine Muttersprache? Das ist meine Muttersprache. Nein, Alter. Ich hatte es in den Händen. Ah, nein. Das zählt denn was? Ja. Oh, du hast dich beendet. Aber wäre eh nicht mehr. Nee, vor allem, weil du minus 5 hast. Ja, ja. 37 zu 28. Ja. Ja, wir brauchen gar keinen großen Schnitt machen. Ja, diesmal gibt es keinen Schnitt. Ich werde einfach die Kamera nehmen, damit wir das Geschehen sehr nah mitverfolgen können. Und dann freut euch auf das kurze Mini-Review von Aho Brause zu Trials Fusion von... Keine Ahnung. Wie von... Ach so, ja stimmt, wie die Firma heißt. Ne, ich habe keine Ahnung. Firma mit einem blauen Klingelzeichen. Ja, genau. So, wir hatten mir schon angesprochen, von welcher Firma die sind. Nee, ne, ich glaube nicht. Ist egal. Wir sind ja keine öffentlich. So, ich habe das Privileg, nicht nur eine essen zu dürfen, sondern auch gleich mal drei. Drei gute suche ich mir. Die besten, bitte. Ja, die besten. Mit dieser Finger reingehen. Besten. So, sind ihr das Besten hier noch? Das sind die allerbesten. Ja? So. Gerade weil der Saft rausgespritzt und auf den Tisch gelandet. So. Oh. Oh. Ja. Wir warten ganz kurz, damit das Aroma auch entfalten kann. Schwitzt du schon? Nee, aber das tut weh. Ja, lass uns doch kurz über Twilight Fusion reden, von einem unbekannten Publisher. Entwickler übrigens Redlands Studios. Ja, ist ein Nachfolger von einem schon bestehenden Spiel Twilight Evolution. Es hat jetzt eine Stunt-Funktion. Eine Klunge wird ein bisschen flachel und es sieht hübsch aus. Hat ziemlich verrückte Strecken. Atem kommt bis hier an, das ist ganz schön. Ja, sonst riecht der immer nach Alkohol, der Atem, ist mal was Neues. Nach Wasser. Entschuldigung, nein. Und auf jeden Fall, es macht viel Spaß zu spielen. Am besten ist es, wenn man zu zweit spielt oder in einer Gruppe, weil zusammen macht mehr Fun. Das hat sich gereimt.
Und punktetechnisch würde ich das 4 von 5 Punkten geben. Von Gameware-Punkten natürlich. Ne? 4 von 5 Raps. Ja, genau. Ja, in diesem Sinne, wo tut's macht am mir weh? Der Kameramann, wo, der Kameramann gibt mir jetzt ein Glas Milch. Und Milch. keine Dr. Pepper. Oh, hoppala. Dr. Cola. Genau, gut. Ja, ich möchte wir Milch. Wir haben keine Milch. Mehr. Liebe Zuschauer, schickt bitte Hass-E-Mails an info@gamer.de. Am besten noch mit einem Bild dazu von einem Glas Milch. In eurem Kühlschrank. Ja, oder wo auch immer. Ja. Vielen Dank. Tschüss.